Ich zeige dir hier den neuen Dreamer, der als Neuheit ein Schlafhochdach mit einem Skyroof, also einem Fenster über dem Fahrerhaus kombiniert. Und das kannst du dir auf jeden Fall anschauen. Das Fahrzeug macht optisch eine gute Figur. Ich gucke mir jetzt mal den neuen, den Dreamer Red Addict an. Der ist ja hier zur Messe als Messeneu, zur CMT als Messeneuheit angekündigt worden. Einmal mit dem Schlafdach und dann mit dieser richtig geilen Farbe. Ihr seht hier das Schlafdach. Ich finde, die Dreamer-Ausbauten sind immer super spannend, was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft. Du bekommst hier spannende Lösungen für Familien besonders. Und jetzt schauen wir uns mal, was dieses Fahrzeug alles kann. Hinter Dreamer steht Rapido, die französische Marke. Und das merkt man hier. Dieses Fahrzeug gibt es für 54.000 Euro. Natürlich musst du dir den genau anschauen, ob er für dich passt. Gehen wir mal rein. Hier haben sie schon die Leiter positioniert. Die steht auch mal anders als bei anderen Fahrzeugen. So fällt dir dann auch das Einsteigen ins Bett natürlich etwas leichter. Und so sieht es da oben aus. Da ist doch auch ordentlich Platz. Oh, Griffe zum Runterziehen. Licht gibt es auch. Und wichtig, das Netz halt zum Runter, den Runterfallschutz. Der übliche Tisch. Und hier die Küche mit Spüle. Und jede Menge Schubladen. Ja, hakt noch ein bisschen. Bisschen Spiel auf der Sitzbank. Da ist jetzt natürlich mit der Leiter das gar nicht so leicht, das zu probieren. Ich probiere es trotzdem mal. Passt. Und hier haben wir das Skyroof. Und das ist neu. Ein Skyroof zusammen mit einem Hochdach. Da hast du einen großen Raum und hier hast du auch noch Ablagen nebendran. Ob dir natürlich der Platz durch das Skyroof, verlierst du hier Stauraum, ob dir das dann reicht, wenn du mit der Familie unterwegs bist, das musst du selber für dich rausfinden. Also ordentliche Türen, bewegt sich ein bisschen, ob das dann während der Fahrt klappert, Steckdosen. Über dem Kühlschrank noch ein kleiner Schrank. Ja, da ist natürlich üblich wieder mit Kleiderschlange ausgerüstet. Ich würde dir da empfehlen, Fächer reinzumachen, damit du mehr Stauraum gewinnst. So haben wir das bei uns auch gelöst. Sehr schön finde ich immer über der Küche, über dem Herd noch einen Schrank zu haben. Da bringst du auch wirklich was unter. Ja, das Bett. Oben hast du Kopffreiheit, aber das Fußende geht schon gewaltig zusammen. Da muss man sich mögen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt siehst hier in meinem Film. Also es wird hinten schon ziemlich eng. Oben drüber wieder die Schränke. Schön gelöst. Und jetzt das, was uns natürlich interessiert. Wie sieht es im Bad aus? Der Anschlag der Tür ist an einer anderen Stelle. Und was mir gleich auffällt, ist die Form des Waschbeckens, quadratisch die Position der Duscharmatur, die auch als Wasserhahn benutzt wird, und dass wir hier ein Fenster haben. Oben drüber nochmal eine Stauraumlösung. Die Tür geht nicht weiter auf als so, sie geht in diese Richtung und du stehst dann in der Duschwanne. Also rein komme ich mal, mal sehen, ob ich auch wieder zumachen kann. Ja, zumachen geht. Ich passe rein, passe ich auf die Toilette. Geht auch, ist nicht so ganz angenehm. Es gibt also hier ist so eine Kante und da ist es eng, es geht. Es ist ja nicht jeder so kräftig, wie ich es bin. Noch ein paar Ablagen, jetzt gehen wir wieder raus. Und der nächste möchte sich dieses Fahrzeug anschauen. Also es geht ein bisschen eng hier zu, aber ich komme auch wieder raus. Also was wirklich hübsch ist, ist dieses Skyroof und der Platz oben. Zeige ich dir das Fahrzeug noch von außen.
Das Rot ist schon super bestechend. Hier mit dem Dreamer-Logo. Ein echter Hingucker zur Messe 2020, das neue Modell. Schöne Fenster und ganz wichtig für dich als Familie, wenn du den wirklich mit dem Klappdach bestellst, hier ist auch noch Stahlraum. Die Gasflaschen bisschen versteckt, du musst hier ausräumen, um da dran zu kommen. Das ist auch wieder ein Argument, das musst du wissen. Aber hat was, das neue Fahrzeug von Dreamer.